Jo Leute, was geht ab und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge FN's Breaking Point. Es ist bereits der Part 11 und wir gehen hier direkt ins nächste Event. Abonniert gerne kostenlos den Channel und lasst doch gerne ein Däumchen um da. Wir sind in Silverstone, einige Wochen später, nach diesem schlimmen Crash, den wir hatten, mit eben Aiden. Das wird interessant werden, mit wem wir jetzt weiterfahren und vor allem wie die Beziehung zwischen den beiden ist. Ich habe immer noch die kleine Hoffnung, dass sich da eine kleine Romanze ergibt eventuell. Ich meine, es passt nicht ganz, aber ich kann mir gut vorstellen, dass die dann ein bisschen Techtelmechtel anfangen, oder? Was denkt ihr? Und, okay, wir sind hier in der Arbeit als Boss. Okay, jetzt bin ich dann wieder da, kann man widersetzen. Ablehnen. Gut. Aber jetzt können wir endlich ins Renngeschehen gehen, oder? Gehe zum Rennen. Müssen wir Ganzes fahren während des Rennens. Das bedeutet eine Situation. Gameplay Racing. Let's go. Grand Prix von Großbritannien. Runde Nummer... nach 6 Runden... Oh nein. Nein. Nach 6 Runden überhole Jackson. Vor Runde 9. Da passiert auf jeden Fall jetzt was. Da wird was passieren. Aber jetzt mal rein ins Geschehen hier. Natürlich kommen noch die immer wieder zwischendurch auch Karrierevideos. Wir sind mittlerweile in Season 2. Also abonniert doch gern kostenlos den Channel. Falls ihr nichts verpassen wollt, lasst doch gerne einen Daumen da. Falls euch meine Videos gefallen, danke für euren Support. Und hier sind wir. Ja, achso, wir haben hier eine Kirche. Na gut, also. Gegen Aiden. Boah, das ist aber schwierig heute. Yo, der Shuttle, aber sowas wie von gar nicht getroffen. Also das war zu früh eingelenkt und sonst noch alles. Jetzt sollten wir aber gegen Aiden hier mal eine gute Chance haben. Alter, ist dieses DS unfair. Gut, Aiden hat es uns jetzt auch nicht besonders schwer gemacht. Da gehen wir jetzt vor Stowe an ihm vorbei. Und ja, wir müssen in 6 Runden Lasse Jackson nicht vorbei. Das heißt, ja, da wird es auf jeden Fall wieder für Ärger gehen. Komme in die Top 10. 5 Plätze, okay, okay, okay. Ich denke mal, gestoppt haben wir schon, oder? Ja, NZ, also no, keine Ahnung, was das heißen soll, egal. Also es gibt auf jeden Fall keine Vorgaben, aber das ist gut. Wir haben hier eine kleine Kampfgruppe, eine eher größere Kampfgruppe vor uns. Das sollte locker Platz 10 drin sein. Unser Ziel ist jetzt auf jeden Fall mal hier an den Jungs vorbeizukommen. Und ich soll ihn nicht vorbeilassen. Also, er kommt mir nicht mal nach, oder? Hier, Purple in Sektor 1, das ist mal sehr gut. Und jetzt geht's hier in diese extrem lange Rechtskurve. Und links, ja, ist das Kiesbett, da wollte ich schon sagen, da kommt man leicht rein. Und jetzt wird's halt eine interessante Sache. Hier, machen wir in Stowe was? Machen wir in Cops was? Ja, wir machen was. Zack! Ja, aber nicht ganz durchgezogen. Ich hatte da ein bisschen Schiss, dass wir uns berühren. Bin böse vom Gas runter. Und zum Schluss wäre es dann tatsächlich hier zur Kollision gekommen. Nick de Vries, der ist zwar noch aktuell ja, hier im Game dabei, weil wir ja eigentlich in Silverstone war er, glaube ich, nicht mehr dabei, oder? Nein. Oder? Ich kenne den Kalender absolut nicht. Ich fahre hier schon die zweite Season in Karriere und bin auch natürlich ein Riesen vom Rennsfeld, aber dieser Kalender, ich habe immer noch den alten im Kopf und da ist auch für mich, ja, Alter, okay, Guan Yu, dann bleibst du halt vorne. Der geht hier sogar in der letzten Kurve so hardcore rein. Und da gehen wir hier auch gleich an Nick vorbei. Nur nicht neben die Strecke. Und das ist Platz Nummer. Da wäre aber wesentlich mehr Zeit gewesen. Doch ich musste an Stowe zurückstecken und dann auch in der letzten Schikane. Und jetzt auch an Guan Yu. So. Und hier ist schon unser, ja, Bonusziel. 6 Runden lang müssen wir jetzt vorne bleiben. Also eh das ganze Rennen hier. Hier ist unser Bonusziel und das ist Fernando Alonso. Den sollten wir aber auch easy bekommen. Das sind nur 1,1 Sekunden. Also ich würde mal sagen, das sollte drin sein, oder? Wie gesagt, ich freue mich extrem, aber ich bin natürlich ein bisschen, ja, zu langsam mit diesen Karrierevideos. Da sind wir so lange, hänge ich ein bisschen hinterher. Vom Leinzer fast 2 Monate jetzt draußen. Und ja, wir haben zwar schon 33 Karrierevideos, aber halt noch, ja, hier wieder. Cops ist nicht meine Lieblingskurve heute. Und wir haben halt wirklich
sehr, sehr viele Karrierevideos. 33 und da kommen wirklich auch täglich neue. Doch hier, da hängt es ein bisschen. Also, das ist ja sehr interessant. Gefällt, würde euch mal eine Last Man Standing oder irgendwelche Challenges gefallen, dann schreibt sie unbedingt gerne in die Kommentare. Jetzt aber mal hier im Windschatten. Da können wir Fernando sehr gut folgen. Und jetzt hier, zack, Osto raus, lassen wir auch genug Platz. Doch wird Alonso. Ja, da stecken wir wieder zurück. Gerade in der letzten Kurve, ja, das ist dann ein bisschen schwierig. Turn 1 wird, oh, das ist ähnlich wie Stowe, wie Cops. Ja, da müssen wir auch zurückgehen. Das ist dumm gelaufen hier, aber wir hatten so einen Überschuss, da warten wir einfach bis zu dieser Geraden. Und dann wird es auch gehen. MotoGP war auch, by the way, die letzten Tage in Silverstone. Sehr interessant, was wie die so herumkommen. Die fahren über 2 Minuten da teilweise für eine Runde im Rennen drin. Das ist schon beachtlich, wie schnell da die Formel 1 aber gleich ist. Aber ja, das wundert mich halt jetzt auch nicht. Das sei jetzt hier der 10. Platz und auch unser Bonusziel erreicht. Das wundert mich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also ich meine, 2 Räder, ich finde es trotzdem ein Wahnsinn, dass diese Motorräder bis zu 370 km/h gehen. Das ist beachtlich, wirklich. Das ist wirklich krass und ich, ja, habe noch mehr Respekt von MotoGP-Piloten als wie von Formel 1-Piloten, denn das ist wirklich ein Wahnsinn, was die leisten müssen. Die arbeiten ja mit dem ganzen Körper das ganze Rennen lang und ja, da musst du wirklich topfit sein. Auch im Formel 1-Auto, klar. Aber ich meine, die bewegen sich ja hunderte Male, die links, rechts, runter, Knie raus. Und ja, das ist dann wirklich ein Wahnsinn. Aber wir sind in der 10. Runde. Es sieht ziemlich easy aus. Wir haben hier die schwierigste Schwierigkeit aufgedreht. Aber es ist halt wirklich kein Problem, ja, Aiden hinten zu halten. Weil ja, jetzt sind sowieso 5 Fahrer zwischen uns. Ich habe mir erhofft, da habe ich nicht geguckt drauf. Ich habe mir erhofft, dass es vielleicht ja, wieder zu einer kleinen Turbulenz kommt oder so. Aber ja, wir müssen jetzt ja nicht mehr hardcore pacen. Jetzt eher so in Richtung, wir sind eh bald fertig. Bei Nori hat man natürlich die Strategie ein bisschen versammelt. So, und Yuki sollten wir hier... Ja, der ist schnell auf den Geraden. Der ist, ah, das wird nicht reichen. Ja, doch, die erst bekommen. Da können wir außen. Guck dich das mal an, wie lasch die KI hier ist. Man kann hier einfach außen an den vorbei. Und das ist dann wirklich lächerlich. Ich glaube, Checo geht dann noch. Also die beiden noch vor uns. Da werden wir aber nachher bis zu nach den SS, also bis nach Chapel warten. Denn ich will mir da jetzt nichts antun in den SS. Da fliegt der Flügel bestimmt. Also, jetzt hier in die SS rein. Guter Exit. Und dann sollten wir das Ganze eigentlich... abschließen können. Zumindest mal gegen den Carlos. Ja, das war jetzt nicht gut. Der letzte, ja, die letzte Änderung hat mich ein bisschen aus dem Konzept gebracht. Also bin ich ein bisschen sehr arg gerutscht. Und der Sainz hat dann doch nochmal hier Krones. Ja gut. Kein Wunder, dass ich den so gut folgen kann. Ich meine, wir haben als einziger hier... Nein, hä? Gelb? Das ist doch weiß, oder? Nein, das ist okay. Das sieht nur so aus wie weiß. Ja, ich wollte hier nicht reinhalten. Aber ich habe mich so derbe verbremst und dann war auf einmal kein Platz mehr da. Wie damals zwischen Ricardo und Verstappen in Aserbaidschan. Ich wollte zwar links vorbei. Ja, hier gehen wir. Tschung, da haben wir nochmal eine Dreiergruppe, aber das wird, glaube ich, unmöglich werden, die auch noch zu überholen. Kelly ist ein Überflieger hier, oder? Kelly ist anscheinend ein Überflieger, auch wenn die Schwierigkeit vermutlich viel zu einfach ist. Also ich fahre Karriere 94 und ja, da muss ich auf jeden Fall sagen, also das ist nicht mal die Hälfte, oder? Ich denke mal, das wird so 40er KI sein. Wenn es hochkommt, 50, aber da bin ich mir nicht mal sicher. Also das ist dann wirklich schon lasch. Leclerc hat es auch noch vor uns und auch noch George Russell. Oh, ein Dreierkampf, das ist das Podium. Drei nebeneinander, guck dich das mal an. Wie episch das aussieht.
Hoffentlich crashen die da jetzt nicht. Okay, das wundert mich nicht. Esteban Ocon war der ganz vorne. Also Ocon knapp am Podium, aber jetzt doch gescheitert und dann direkt zwei Plätze. Und ich will mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube auch, wenn wir jetzt keine größeren Fehler machen, dann ist das auf jeden Fall auch für uns. Der fünfte Platz safe da noch drin, oder? Also ich denke schon. Turn 1 ist auch sehr geil, die kannst du einfach flat nehmen, wenn der Benzin, also wenn der Tank ein bisschen leerer ist. Ich glaube aber auch, dass das zwischen Russell und Leclerc noch nicht gegessen ist. Wir haben ja noch einmal die Hangar Straight. Und ja, ich glaube, da wird es auch der gute Georgie probieren. Also der hat dann noch nicht aufgegeben. Aber vielleicht schaffen wir es ja auch bis dahin an denen dran. Die Reifen sind jetzt nicht mehr die besten. Ja, Max und Lewis geben sich da vorne wie zwei Rekordweltmeister halt. Okay, Leclerc ist kein Rekord. Ah, Verstappen ist kein Rekordweltmeister, aber ihr wisst, was ich meine, oder? Jetzt hier geht's aus Corps Corner noch einmal raus im Windschatten, aber ich glaube, das wird für uns nicht fürs Podium reichen. Da müssten die schon crashen vor uns, oder? Der Exit verdammt wichtig und der war strong. Ich hab's gefühlt. Gab aber kein DRS, da waren wir anscheinend kurz draußen und bei Stowe probiert Russell tatsächlich sein Glück. Nebeneinander gehen sie in Stowe rein und da zieht Leclerc die Kürzeren. Ob das alles so fair war, ich bin mir nicht ganz sicher, ob da genug Platz gelassen wurde von George Russell. Ah, da müssen wir weit gehen. Hat uns aber jeder Zeit gekostet und das ist der fünfte Platz. Das ist, würde ich mal sagen, eigentlich strong. Bonusvorgabe, Veranstaltung bei Rennen. Alles abgeschlossen. Huh, was für ein tolles Rennen, Leute. Eine sehr gute Frage. Ja, das Podium juckt mich jetzt nicht. Das ist echt eine gute Frage. Interviews gibt's wieder. Cool. Kelly, das ist Ihr erstes Formel-1-Rennen in Silverstone von den heimischen Fans. Was bedeutet das für Sie? Ein Traum wird wahr. Ja, die vielen Fans zu sehen, die mich anfeuern, hat mich heute wirklich angespornt. Als kleines Mädchen habe ich mir hier selbst die Rennen angesehen. Das bedeutet mir alles. Ein Traum wird wahr. Zwischen Aiden und Ihnen wurde es ganz schön eng. Aiden muss so fahren, wie er es für richtig hält. Er hat das Bedürfnis, seine eigene Leistung in den Vordergrund zu stellen. Das ist seine Entscheidung. Es ist ja nicht das erste Mal, dass ein Fahrer sich wichtiger nimmt als das Team. Es gab viele Spekulationen über die Rolle, die Ihr Vater, Davidoff Butler, bei Ihrer Einstellung bei Connorsport gespielt hat. Was sagen Sie dazu? Ich glaube, das war auf jeden Fall eine Anspielung auf Devon und ich glaube auch nicht, dass die eine gute Beziehung haben. Ich bin hier, weil ich es verdient habe. Sehen Sie sich Gasly, Leclerc und Russell an. Und jetzt sind plötzlich alle überrascht, dass ein Formel-1-Team einen Formel-2-Champion verpflichtet hat? Ich bin hier, weil ich fahren kann. Das ist alles. Was für eine geile Antwort. Super, danke. Was für eine geile Antwort, wirklich. Valtteri, wir sind nach dem Rennen und ich glaube, wo haben wir? 14. Gucken wir mal. Ach, das war's schon. Aber da kommt safe jetzt noch ein Anruf. Aber ich würde mal sagen, ich sage dennoch vielen, vielen Dank fürs Zugucken, Leute. Das war Kapitel 12. Morgen, ich möchte jetzt wirklich auch endlich das durchbringen. Falls nicht, wie wäre es mit einem Livestream mal, dass wir da wirklich die komplette restlichen Rennen durchfahren. Ich werde die dann auch noch als Video hochladen. Aber es ist nervig. Wisst ihr, was ich meine? Es ist sehr, 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 sehr nervig, wenn man da immer und immer und immer wieder denkt, oh, da ist noch eine Karriere und so. Wisst ihr? Also ich will das wirklich jetzt endlich durchbringen. Vielen, vielen Dank für den Support. Abonniert unbedingt gern kostenlos den Channel und lasst gerne Daumen oben da. Wir sehen uns hoffentlich morgen oder übermorgen wieder auf YouTube oder später auf TikTok noch. Schaut gerne vorbei. Eds_Tobi, mein Kanal, macht die 13k voll. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und lasst doch gerne Daumen oben da, falls euch mein Video gefallen. Bis dahin und ciao.